Ja, und hallo auf dem Kanal Nerve auf Live mit mir, dem Digi-Helden. Wir spielen The Witcher 3 Wilde Jagd und es freut mich sehr, dass du dich auf unseren Kanal verirrt hast. Und hoffe sehr, dass du auch so schnell nicht mehr rausfindest aus diesem Höllenkanal. The Nerve auf Live. Yes, Sir. Und ja, wir spielen halt die Nebelinsel. Nein, spielen wir nicht, denn die Nebelinsel wird wohl das Ende bedeuten. Also es wird das Ende von The Witcher 3 sein. Und es gibt noch so viel anderes zu tun, dass ich vor diesem ganzen Gequatsche der Leute überhaupt nicht mich auf mein eigenes Gerede konzentrieren kann. Und hier sind überall People. Das ist total scheiße. Also echt mal so ein Spiel, so ein Open World mit total vielen Leuten. Und so Weitsicht und du kannst sie auch noch alle hören und alle reden was anderes und so ätzend, das nervt voll. Ich hoffe ja, dass irgendwie, ich geh jetzt echt in das Boot, ne, dass wir halt, jetzt hab ich's erst geschafft, jetzt kann ich mich nie mehr konzentrieren. Also, ja, so ein Open-World-Spiel mit, wo man halt irgendwie andauernd zugequatscht wird von irgendwelchen Leuten und sowas darf es einfach nicht mehr geben. Also ich wünsche mir für das Jahr 2016, dass es keine Spiele mehr wie The Witcher 3 gibt, mit so fantastischer Weitsicht und geilen Stories und total viel durcheinander quatschenden Leuten. Das ist so eklig, ey, hör mal. Das weiß doch jede Sau. Und was dann auch noch, was ist das denn, ein Anker? An diesem Ort kannst du ein Boot finden. Darunter ist gleich ein Boot. Oh mein Gott. Naja, auf jeden Fall, was ich auch noch geschafft habe, und das ist das erste Mal seit, ich weiß nicht, 192 Teilen? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht so genau. Ich habe eine Session angefangen heute wieder. Naja gut, ich habe gestern das letzte Mal gespielt und heute habe ich halt eine neue Session angefangen und rate mal was. Genau. Die Uhr läuft! Die Uhr läuft! Ich hab's jedes Mal vergessen. Es ist unglaublich, aber diesmal habe ich es wirklich hingekriegt und ich habe mir keinen Zettel hingelegt, da war ich mir zu stolz zu. Nein, ich habe es durch pure Willenskraft geschafft, die Uhr schon mal zu starten. Das heißt, dieser Teil wird tatsächlich mal sowas wie pünktlich sein. Also pünktlich zu Ende. Das Herz ist mal. So, und wir haben hier noch so viele geile Quests, dass ich mir gedacht habe, das müssen wir einfach alles nochmal hier fertig machen. Bevor ich jetzt hier aufhöre und die Hauptquest einfach hier fertig mache. Hier, da haben wir schon Quests für, also hier, oh, guck mal, hier, da haben wir noch die mache ich jetzt alle. Die mache ich jetzt alle weg, die ganzen Auftragsmorde, wollte ich gerade sagen. Die ganzen Hexer-Dinger. Fangen wir mit den leichtesten an und dann arbeiten wir uns so langsam vor und mal gucken. Also der 15, wer toppt die 15? Die 14, wer kann unter die 14? Keiner kann unter die 14. So, das Bienenphantom. Wo bist du? Zeig dich mir. Oh, das ist jetzt nicht so weit weg. Das sieht jetzt so aus, als wäre es geplant. Ist es aber nicht. Ich reise da jetzt einfach mal wieder zurück zu den quatschenden Leuten. Bremsen, bremsen, bremsen! Das war geplant, meine Damen und Herren. Ich habe nur so getan, als hätte ich Panik. Geil genug ist er ja. Ja, klar. Wie geht's ihr? Ah ja. Ich habe das Spiel jetzt schon etwas länger gespielt und ich weiß immer noch nicht, wie man mit dem Brot rückwärts fährt. Ja, wenn das kein Zeichen von Talent ist. Alles wird gut. Oh, komm schon. Ich muss auch gar nicht so nah annehmen. Der kommt auch so darüber gesprungen, weil er ist ja gesprungen. Nee, das hast du jetzt. Weil er ist ja der Hexer. Wir leben anständige da. Leute. Hab ich doch gesagt. Und darüber konnte. Schon mal gegen einen Drachen gekämpft? Bist du verletzt? Dein Papa war auch so blass, bevor er gestorben ist. Ja, wenn man über so einen Feuerkorb springen will und dann mit der Fresse
auf dem Brett knallt, weil man denkt, da ist Wasser, dann könnte so eine Verletzung durchaus mal passieren. Bjork. Solange du die Meerteufel nicht getötet hast, gibt es nichts zu reden. Welche Meerteufel? Pass mal auf. Ich arbeite, lass mich in Ruhe. Aber kannst du auch eine Axt führen? Wie ist der so reich? Aha. So, ich dachte, der wäre jetzt hier der Auftrag. Aber der ist gar nicht hier, sondern der ist... Hier. Nein. Der ist... Nein. Sag mal, wo bist du denn? Der ist... Ach, der ist Novi gerade. So, gut. Ich war von meiner eigenen Genialität so überzeugt. Tja, und was habe ich davon? Ich stehe jetzt doof da. So ist das halt, ne? Wenn man halt arrogant und selbstverliebt ist, dann... ist man immer der Dumme. Ja, genau. Und, so. Die Folge werde ich jetzt nennen... Hoffentlich lädt er. Wieso habe ich einen schwarzen Bildschirm? Ich habe immer noch einen schwarzen Bildschirm. Werde ich das rausschneiden müssen? Was ist da passiert? Ich glaube, das Spiel wird sich davon nicht mehr erholen. Ne? Oh, doch! Das ist... Was war das denn jetzt? Interessant. Sehr interessant. Das Bienenphantom. Ich muss das mal kurz in die Tastatur hämmern. Bitte nicht erschrecken, dass er jetzt das Schwert zieht. Das ist nicht daran, dass ich jetzt auf den anderen PC rübergeschwupst bin. Dafür muss ich halt die... Habe ich das jetzt? Ja. Dafür muss ich halt die Rollentaste drücken. Und komischerweise zieht er dann auch das Schwert. So, jetzt habe ich gleichzeitig diese total spannende Story erzählt und das Bienenphantom getippt. Natürlich falsch. So, jetzt bin ich wieder zurück und kann dann halt das Schwert wieder einpacken. Siehst du, keiner hat Ärger gemacht. Sieh sich den einer an. Ja, sieh sich dir mal eine an, du. Hier war ich aber schon mal. So. Bist du aber ein langer Lulatsch? Boah, hast du gespuckt oder was? Bist du blöd? Holofernus Meiersdorf, zu deinen Diensten. Dies sind meine Söhne, Bernie, Franklin und Hugo. Hm, bist du mit Rico Meiersdorf verwandt? Ach, tja, ja, mein jüngster Sohn. Leider ist er dem Familienberuf nicht treu geblieben. Sucht sein Glück in der Stadt. Warum fragst du? Kennst du ihn? Naja, wir sind uns begegnet. Aber deswegen bin ich nicht hier, sondern wegen deiner Nachricht. Es ist das Bienenphantom. Das verwüstet mir die Körbe. Ja, das ist ja wohl das Wichtigste. Was meine Belohnung betrifft... Ja, komm, ich bin ja wohl jetzt schon ein bisschen mehr wert, ne? Gehen wir mal hier auf 50, also 50% mehr. Oh Gott. Oh nein, das ist kein Betrag, den wir aufbringen können. Ah, okay, dann gehen wir halt mal wieder zurück. Aber das bin ich jetzt aber auch wert, ne? Honigwab wirft nicht mehr so viel ab, seit das Phantom da ist. Oh, Alter, du kannst... Willst du mit dem Preis runtergehen? Ja, ich brauche das Geld. Und mein Körper verkaufen bringt nichts mehr. So. Das ist nicht fair. So, das muss jetzt aber gehen, Alter. Ne. Honigwab wirft nicht mehr so viel ab, seit das Phantom da ist. Würdest du mit dem Preis runtergehen? Oh Mann, ey, nee, echt. Ohne Scheiß. Wie du willst. Wenn du das Phantom nicht loswirst, sind wir ohnehin geliefert. Arschloch. Ich betrachte deine Gebühr als Investition. Ich also betrachte abgemacht. Deine Gebühr als geizig. Abgemacht. Dir ist doch klar, dass es so etwas wie ein Bienenphantom nicht gibt. Es muss ein Monster sein, eine Erscheinung vielleicht. Haben deine Arbeiter was gesehen? Ich selbst. Ich habe die Körbe gereinigt. Da schrie einer der Landarbeiter auf, als hätte ihn ein ganzer Schwarm auf einmal gestochen. Ich lief zu ihm und fand ihn tot. Hatte er Stiche? Nein. Er sah eher
erfroren aus. Blaue Lippen, raureif im Haar. Und er war von toten Bienen umgeben. Der tote Landarbeiter. Was habt ihr mit der Leiche gemacht? Die würde ich gerne mal sehen. Zu spät. Wir haben den armen Tropf vor ein paar Tagen begraben. Wo ist das Phantom erschienen? Kann mir das jemand zeigen? Ja, ich. Komm mit mir. Okay, ich folge dir. Na Alter, bleib mal locker hier, Leute. Das ist ein Imkerabenglauben. Wenn man mit dem Bienengarten Schindluder treibt, erscheint das Phantom. Es zerstört die Körbe und tötet die Bienen, damit niemand die edlen Kreaturen für niedere Zwecke benutzen kann. Du hast deine Bienen auf die Konkurrenz gehetzt, nicht? Nein. Vater hat neulich einen Vertrag mit den Redaniern geschlossen. Dann ist das Phantom aus Nilfgaard. Sie haben eine ziemlich seltsame Art zu gehen. Man könnte das ein bisschen so als Watscheln bezeichnen. Also Zoltan ist für seine Art ziemlich groß geraten, möchte ich meinen. Weil normalerweise sind die halt... Das ist der Ort. Hier hat das Phantom den... Kauner! Vielleicht hat es Spuren hinterlassen. Mit Hilfe meiner Hexersinne werde ich das sofort... Was, wenn ein Halbling Hexer wird? Frost bedeckt. Die Kälte muss die Bienen getötet haben. Oh. Das Bienenphantom hat große Füße und es ist ganz schön schwer. Die Spur verschwindet im Wasser. Ich bezweifle, dass sich irgendwas in der Pfütze versteckt, die sie als See bezeichnen. Muss auf der anderen Seite nachsehen, ob die Spur da weitergeht. Andere Seite, wo diese ertrunkenen Mistviecher sind. Kein Teich ohne Ertrunkene. Aber die haben die Kleine. Daneben! Auch daneben! Treffer. Scheiße. Aber ich habe immer noch den Strahl. Also den Dings hier, den Schuss. Ha! Ha! Und jetzt! Boah! Jawoll! Der Schild hat genau lange genug gehalten. Oh Mann, ey, ich kann keine blaue... Ah! Ich kann keine blauen oder grünen Mutagene mehr sehen, wollte ich sagen. Und dann kriege ich ein rotes. Ich glaube, ich kriege gleich nasse Füße vor dem Urinstrahl, den ich mir vor Freude in die Hose setze. Ah, mal gucken, ob wir da auf die... Müssen wir echt auf die Insel jetzt aus, ne? Erkunde das Gebiet um den See. Achso, naja, um den See. Aber da ist auch eine Schatzkiste hier euch. Oh ne, ist auch eine Biene. Oder wer? War einfach... Das waren einfach Kisten. Kein See ohne Ertrunkene. Den Spruch habe ich so noch nicht gehört. Das ist, es liegt halt daran, dass er tatsächlich auch auftragsbezogen neue Dialoge hat, also Sprüche oder so. Jetzt renne ich hier zurück, nur um festzustellen, dass es nichts gibt, um dann wieder... Nee, falsch. Also ich wusste, dass ich hier jetzt die Spuren finden werde und bin natürlich deswegen schnurstracks in diese Richtung gelaufen. Da komme ich nicht durch. Ich muss einen anderen Weg finden. Wieso kommst du denn nicht durch, du dicke, kleine, fette Kreatur? Eine andere Richtung. Einen anderen Weg. Da, durch den Brunnen. Das ist diese Baustelle, ne? Okay, hier war ich auch schon ein paar Mal und hab mir mal gedacht, hier muss das doch irgendwie weitergehen. Und dann ging es immer nicht weiter. Ich habe den Schlüssel hier. Vater hat das Haus für Bernie angefangen. Aber dann ging ihm das Geld aus. Seitdem steht es halbfertig da. Prima Versteck für den Zerstörer eurer Körbe. Ich gehe rein. Ihr geht nach Hause und verriegelt die Tür. Wer weiß, was da rauskommt. Ein kleiner Zwerg kommt da raus.
mit einem riesen Zipfel. Machen Sie auf, guter Mann! Mach doch einfach mal die Tür auf. Öffne den Keller. Öffne den Keller. Das Bienenphantom. Oh, shit. Sehr gut. Bienenphantom. Ein Hund der wilden Jagd. Wie zum Henker ist der hierher geraten? Und wieso? Plötze holt dich ein. Kannst du den nicht einfach mal töten? Flambieren? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe einen. Ich habe das Gefühl, ich müsste speichern. Danke. Das ist ganz hübsch hier mit dem Feld. Obwohl, es sieht halt immer noch ein bisschen generiert aus. Ne? Oh, jetzt wird es ein bisschen dumm. Weiter so, Plätze. Ja, ja, das wäre schwer geworden, den jetzt da in dem Feld zu, keine Ahnung was'n, zu verfolgen. Aber er ist ja dumm genug und führt uns geradewegs zu seinem Herrchen, Riesenmonster-Dings. Jetzt fängt er an, mich zu schlagen. Also. Ich habe gerade über ihn herüber geschlagen. Bleib ruhig, Plätze. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Na, brennst du? Da hau ich mir doch erstmal ein Hühnerbrötchen rein. Feuer mag der wohl gar nicht, wa? Achso, ist. Nachdem ich hier die ganze Umgebung abgefackelt habe. Oh, noch ein kleines Muttergehen. Ich glaube, ich habe Weihnachten. Was ist hier los? Ein Hund der wilden Jagd. Ja, mit dem Kopf. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass alle Trophäen dasselbe bringen. So, und jetzt kommt der und bringt was anderes. Pass mal auf. Entweder bringen sie 5% Bonus gegen Homos oder 5% Bonus gegen Monster. 5% gegen Monster. Oder bei Monster. Das finde ich voll langweilig. Das finde ich richtig langweilig, ey, hör mal. Aber naja, haben wir was Neues fürs Pferd. Sieht das aus? What? Ich wusste gar nicht, dass der irgendwie Hörner hatte. Chance auf Bonuskräuter. 5% Chance auf Bonuskräuter. Das ist das erste Mal. Also ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass ich mal was anderes hatte. Das ist das erste Mal. Ich glaube. Ich breche jetzt erst. Toll. Und dann ist es einfach nur so ein Sack oder was? Und da kommen dann die Bonuskräuter rein, oder wie? Ich weiß sowieso nicht. Was denn? Bleiben Sie cool. Bleiben, klar, bleib cool, bleib cool. Der bockt ja immer noch. Los, los. Was ist denn da? Ist da was in der Luft oder so? Hm. Boah. Ach, das ist Wasser, ne? Ich hab voll das Gefühl, verfolgt zu werden. Mach langsam. Hast du das Phantom vertrieben? Sieh sich den einer an. Ah,
Dein Bienenphantom war ein Hund der wilden Jagd. Beim ewigen Feuer! Die wilde Jagd hat auch Hunde? Vor etwa 2 Wochen bin ich nachts plötzlich aufgewacht. Ich habe die Jagd über den Himmel ziehen sehen. Da muss sie den Hund verloren haben. Zurück konnte er nicht. Da hat er sich im leeren Haus versteckt. Es ist zwar kein Ersatz für eure Verluste, aber wenigstens zerstört der Hund jetzt keine Bienenkörbe mehr. Danke, Hexer. Es stimmt. Nichts geht über einen Spezialisten. Ne? Gauner. Für heute, Jungs. Gehen wir heim. So, benennt er mich immer Gauner, Alter? Wir müssen die Körbe wieder aufbauen, die der Hund zerstört hat. Arbeit, mehr Arbeit. Das hört nie auf. Ja, das war, das Bienenphantom. Warum? Wieso? Weshalb? Keine Ahnung. Aber die nächste Quest wird sein, was war die niedrigste? Die zweitniedrigste wird sein, die war 16, glaube ich. Ne, 15. 15? Wer bietet weniger als 15? Niemand. Niemand bietet weniger als 15. Tödliche Wonnen. Geralt erspähte etwas Faszinierendes am städtischen Anschlagbrett. Der Frieden in Novigrad war anscheinend nicht die einzige Sorge der Stadtwache. Okay. Ja, das werden wir dann im nächsten Teil sehen. Denn dieser Teil ist leider schon vorbei. Und ja, ich werde trotzdem weitermachen, weil ich einfach Bock drauf habe. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und noch viel Spaß auf unserem Kanal. Sondern also, wer auf live, der auch gerne abonniert wird. Das mag er. Der Kanal selber freut sich wie ein Schneewittchen. Sag ich jetzt einfach mal. Ja, genau. Und bevor ihr noch mehr Scheiße redet, sage ich jetzt gar nichts mehr. Außer tschüss.